Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Factsheet Video. In diesem Video geht es um den Traktor von Massey Ferguson MF8S. Das ist schon der größte Trecker von Massey Ferguson, so wie ich das auf der Webseite gesehen habe. Der wird im LS als Mittelklasse-Traktor geführt. Aber sein Vorgängermodell war im LS19 schon ein Großtraktor. Er ist also, obere Mittelklasse oder untere Oberklasse, je nachdem, wie man das einstuft. Gucken wir uns doch mal die Eckdaten an. Er hat zwischen 225 bis 325 PS, der Dieseltank fast 460 Liter plus 43 Liter AdBlue. Er wiegt 8,7 Tonnen, kostet 202.000 Euro, hat eine variable CVT-Gangschaltung und fährt 50 Stundenkilometer schnell. Ja, also ein ordentlicher Trecker, mit dem man was anfangen kann. Und natürlich habe ich mal wieder auf der Herstellerseite rumgestöbert. Ein Link zu dieser Seite findet ihr auch unterm Video in der Infobox, damit ihr euch die Fülle von Informationen in aller Ruhe angucken könnt, denn in diesem Video gucken wir da nur mal drüber. Hier sieht man ihn sehr hübsch in Szene gesetzt mit Sonnenuntergang und allen Schikanen. Und er ist eine neue Ära praktischer und zuverlässiger Traktoren. Der Traktor des Jahres 2021 hat einen Award gekriegt. Das ist doch toll. Jo, und wenn man hier so scrollt, dann sieht man hier die Merkmale. Moderne, intelligente und nachhaltige Technologien. Und hier die schicken Getriebe. Also effiziente Getriebe und geringe Wartungs- und Reparaturkosten, das ist natürlich immer gut. Ja, mehr Platz und Komfort. Und hier kriegt man auch die wunderschöne Landschaft gleich mitgeliefert, wenn man den Traktor kauft. Nee, Späßchen. So, hier gibt es eine 3D-Ansicht, also eine 360-Grad-Ansicht, und ich finde die ganz lustig. Normalerweise, wenn man solche Traktoren hat mit so einer 360-Grad-Ansicht, dann drehen die sich, wenn man das hin und her bewegt, aber die verschwinden einfach aus der Optik und man kriegt hier grüne Wiese zu sehen. Das finde ich ganz lustig. Solche 3D-Ansichten oder 360-Grad-Ansichten gibt es natürlich auch, zum Beispiel um Räume und Landschaften und so zu bewundern. Das fand ich ganz lustig. Aber er dreht sich auch. Wenn man hier klickt, dann dreht er sich und dann kann man hier nochmal klicken. Dann sieht man ihn von hinten. Also man sieht ihn schon aus mehreren Blickwinkeln. Ja, hier kann man mal unter die Motorhaube gucken. Und da steht dann auch schon Akko Power Motor. Dazu später noch mehr. Ja, hier sind die Modelle aufgeführt. Der hat ja eine ziemlich breite PS Bandbreite von 225, da würde ich dann schon sagen, das ist so, normale Mittelklasse, und 325 ist schon ganz ordentlich. Aber so ein richtiger Großtraktor ist es damit nicht. So, und hier gibt es verschiedene Ausstattungsmodelle. Ja, ich wollte auch mal wissen, was bietet Massey Ferguson denn noch so an im Traktorbereich? Und da kommen wir hier in die Produktaufführung. Leider gibt es keine so eine Übersichtsseite, wo man die alle auf einen Blick sieht. Und was hier aber auffällt, ist, sie haben ein MF8700S. Das ist der da. Der hat sogar bis 400 PS, der ist noch ein bisschen größer.
und den MF8S. Und wenn man die Reihe so durchgeht, dann haben die immer einen mit einer einstelligen Zahl und einen mit einer vierstelligen Zahl. Und meine Spekulation dazu ist, dass die mit der vierstelligen Zahl die älteren Modelle sind, teilweise sogar stärker, wie man hier sehen kann. Denn die mit den vierstelligen Zahlen, die haben wir auch schon im LS19 gehabt. Und die mit den einstelligen Zahlen hatten wir im LS19 noch nicht. Aber genaue Infos, wann die jeweils rausgekommen sind, habe ich hier nicht gefunden. Ihr Traktorenfans wisst da bestimmt mehr als ich. Ja, es gibt also hier einen mit 7. Der hat da der vierstellige 190 PS und der mit einstellige hat auch 190 PS. Ja, im Prinzip gibt's da einmal die Reihe von 4 hoch bis von 1 hoch bis 8 einstellig und das Ganze auch vierstellig. Und die Kraftstärken, PS-Stärken entsprechen sich dann jeweils. So, ich glaube, den 5S kriegen wir auch. Das gucken wir uns auch gleich noch an, welche Massey Ferguson Trecker schon im LS22 angekündigt sind. Hier fehlt der 4S, hier haben wir keine einstelligen mehr, bei den kleineren. Ja, na und der ist doch richtig niedlich. Die Macht der leisen Schritte. Die Info über Massey Ferguson hier auf der Webseite fand ich ein bisschen spärlich, darum habe ich mal wieder bei Wikipedia geguckt. Und die schreiben hier die ganze Geschichte, da sieht man auch schöne alte Traktoren, das liebe ich immer sehr. Und die Geschichte schreiben sie auch. Das ging ziemlich hin und her. Und irgendwann wurde Massey Ferguson vom Akko-Konzern übernommen. Und dieser Akko-Konzern, von dem habt ihr vielleicht auch schon gehört, es gibt im LS auch Gewichte dieser Firma, aber das ist nicht etwa eine kleine Gewichtsfirma, dieses Akko, sondern das ist meines Wissens der zweitgrößte Landmaschinenbaukonzern der Welt. Größer ist nur John Deere. Also von der Größe her gesehen, was die für einen Jahresumsatz haben. Und Akko hat aber außer Gewichten und solchem Zeug keine Eigenmarken, sondern die haben halt verschiedene Marken aufgekauft. Zum Beispiel Fendt und Massey Ferguson, Valtra auch und Challenger. Und darum gibt es zum Beispiel auch den, das könnten wir hier, glaube ich, ganz gut sehen, Sortiment, Mähdrescher, den Ideal, den gibt es als Massey Ferguson Fahrzeug und als Fendt Fahrzeug. Ja klar, die gehören ja zur gleichen Firma letztlich, haben nur unterschiedliche Marken. Ja, und dann wollte ich wissen, was erwartet uns im LS an Massey Ferguson Geräten? Bisher haben wir in den Factsheets noch nicht so viel davon zu sehen gekriegt. Was wir zum Beispiel hatten, war hier die kleine neue Ballenpresse. Und wir haben schon öfters mal Traktoren in diversen Trailern und Bildern und so weiter gesehen. Aber in den Factsheets war da noch nicht großartig was. Aber jetzt können wir hier ordentlich sehen, was uns da erwartet. Das geht also hier los mit kleinen Kompakttraktoren. Geht bis hier. 3 Stück. 3 Massey Ferguson Kompakttraktoren. Der 3700, 4700 und der 5S. Das ist dieser hier mit dieser schrägen Schnauze.
wenn man das so sagt, oder schräge Motorhaube, die nach unten so abfällt, nach vorne so abfällt. Und ja, das hier sind wohl etwas ältere, nehme ich an, aber gucken wir einfach mal, 3700 AL und 4700 M. Das kann man hier ja sehen. Produkte, Traktoren, 3700 AL und 4700 M. Es sind also keine veralteten Modelle, sondern das sind schon welche, die aktuell von Massey Ferguson verkauft werden. Und der 5S sowieso. Dann haben wir hier den 6700er. Und jetzt wird die Zahl wieder kleiner. Das ist ein 3670er MF. Und da würde ich sagen, der sieht aus wie ein Youngtimer. Also das ist ein älteres Modell. Das können wir hier auch nochmal überprüfen. So, das klappt sich leider immer alles weg. Ja, den gibt es aktuell nicht mehr. Und da freue ich mich auch sehr, dass es diesmal ordentlich viele Youngtimer gibt im LS. Dann haben wir hier den 7710er, den 7720er und den 8S. Und der ist hier noch als mittelgroßer Traktor einsortiert. Wir kriegen also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Traktoren von Massey Ferguson. Wow! Das sind die aber eine große Kooperation miteinander eingegangen. Ich meine, Massey Ferguson ist ein wichtiger Landmaschinenhersteller, ganz klar. Und im englischsprachigen Raum spielt er natürlich auch eine sehr wichtige Rolle. Und neben John Deere natürlich. Und da der LS immer internationaler wird, macht das wohl auch Sinn, da ordentlich internationale Traktoren aufzufahren. Aber ich finde das schon ganz ordentlich. 8 verschiedene. Da kriegen wir den ganzen Shop voll Massey Ferguson Traktoren. Hier haben wir dann den Ideal. Und hier noch ein Zuckerrohr, Überladewagen und die Ballenpresse. Und offenbar war es das dann auch. Wir kriegen also keinen kleineren Mähdrescher mehr. Jo, da müssen sie uns... Bei Mähdreschern haben wir sowieso noch gar nicht so viel gesehen. Da bin ich gespannt, was wir da noch alles kriegen. Was haben wir jetzt bisher gesehen? Naja, schon ein paar. Den klitzekleinen von... War das von Klaas? Nee. Also so ein kleines Oldschool-Modell. Und das war kein Klaas. Naja, ist egal. Und von New Holland kriegen wir so einen mittelgroßen. Und den Ideal kriegen wir wieder. Aber muss ich bei Gelegenheit mal stöbern, was wir so an Mähdreschern jetzt schon wissen, was wir kriegen. Okay, ich wollte mit euch aber noch in den LS19 gehen und gucken, was wir davon Massey Ferguson haben. Da hatten wir gerade mal 3 Traktoren und zwar in jeder Größenkategorie ein. Das hier ist auch einer mit so einer abfallenden Schnauze. Das ist der MF 5600er. Da kriegen wir jetzt den 5S stattdessen und hier der 7700er. Den kriegen wir in Varianten. Wir kriegen einen 7710er und einen 7720er. Ich gehe mal hier in die Konfiguration. Ob sich die Zahl ändert? Nee, die Zahl ändert sich nicht, wenn ich den Motor erhöhe. Doch. Hier zwar nicht, aber hier. 7726. 19. Also im Prinzip kriegen wir den wieder, könnte man so grob sagen. Und hier hatten wir den 8700er und der wird jetzt offenbar ersetzt durch den 8S. Und dann haben wir hier noch einen Telelader gehabt und diesen mittelgroßen Mähdrescher.
Ja, und den Überladewagen für Zuckerrohr. Okay, so viel zum großen Massey Ferguson Traktor. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.